Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios in einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Wir sind dabei, Kleopatra im Palast abzuliefern, still und heimlich natürlich, bei Caesar. Tretet zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Deswegen würde ich sagen, bleibt mal dran und dann latschen wir hier mal weiter. Ach, guck mal, haben wir schon so einen Ruf gemacht, obwohl wir da wirklich nie Gäste, mitgefahren sind. Legionär, rühren! Ja, boah, hier kommen wir noch nie wieder lebend raus, ey. Nie, wenn's so. Waren die alle so groß? Bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später musste Pompeius. So, da sind wir angekommen. Ohne Blutvergießen kommen wir hier bestimmt nicht mehr raus. Ein Tropf. Du Pompeius war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist deine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit. Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Der sieht aus wie 12, Alter. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle. Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in einen Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Danke. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt sollen wir hier einen Tag verbringen, oder wie? Ich habe mal ein, zwei Aufgaben, die wir vielleicht noch auf die Schnelle erledigen können. Oder wir sind direkt wieder im Garten. Na komm, hier, boah, geil. Sieht fett aus, ey. Boah, das ist so scharf, das tut richtig in den Augen weh. Der Vogel hat jetzt frei. Aja, Liebes, danke für dein Kommen. Die ist aber klein. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, so meine Königin, bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen. Und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das.
Exzellent. Viel Spaß. Okay, damit haben wir eine Aufgabe gekriegt. Zwar irgendwo hier. Ah, hier geht's runter. Da läutet Sandy. Na gut, muss warten. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach. Nur für den Fall. Wirklich? Du beleidigst unsere Arbeit. Zerbrochene Speere. Diese Römer haben wirklich alles versucht. Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Und jetzt? Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie aussieht. Es muss einen Weg geben. Herum! Geh doch! Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Sifa. Bist fett geworden. Damals waren wir auch kleiner. Sag ich doch. Ich kann mal was Schönes hier rausfischen. Für unseren guten Bike. Ja, da unten ist jede Menge Stuff. Ja, wir müssen hier runter. Wohin jetzt, meine Liebe? Da geht's nicht durch. Da ist bestimmt irgendwo ein Geheimweg. Ja. Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Nach dir, Aya. Okay. Okay, wir müssen tauchen. Und zwar schnell. Die Frage ist, wo geht's weiter? Wir haben ja nicht ewig Luft. Die müssen wir wieder raus auf jeden Fall. Da oben. Ja, guck mal, sind wir schon wieder draußen. Läuft. Mal ein bisschen was mitnehmen. Bisschen Kleingeld. Ratte. Seid eklig. Das Grab von Alexandria. Guck mal, da sind wir da. Ja, auch schon ein paar Jahrzehnte keiner mehr, wie es aussieht. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Sifa, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König.
König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand. Kann man hier noch irgendwo runter? Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Später haben wir vielleicht nicht mehr die Chance dazu. Ja, ich komme ja. Da ist auch noch irgendwas Blaues. Ne, geht nix. Vielleicht später. Hier krönt Ptolemäus Lagos zu seinem Nachfolger. Er hat nicht reagiert. Öffnen wir mal die Tür hier für Cäsar und Kleopatra. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Cäsar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Cäsar, unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Wir waren es aber egal. Bist du gesagt, man wusste ja, dass er da ist. Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gern an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. So, jetzt sind wir hier nur irgendwie gekonnt. Natürlich das Ganze beginnen. Hast du auch einen Gaul? Na, langweilig. Langweiliger Gaul. So. Wo ist denn die Garnison? Wo sollen wir denn hin? Ach, ich habe gar kein Menü. Warte. Nee. Kann nichts machen. Da ist die Garnison, okay. Ein Vogel? Auch nicht. Einfach reinreiten wäre, glaube ich, fatal. Vorsichtig vorgehen. Ich
bin in Reichweite. Alarm! Hier drüben! Ich hab das Ziel in Sicht. Okay, hier auch mal nicht. Bringt es endlich zu Ende! Ich komme, um dich zu retten. Boah, sehr schnell. Das war's! Stirb! So. Ich komme, um dich zu retten. Na, der sieht aber nicht gut aus. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht? Das ist sinnlos! Eine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Sagten sie gingen nach. Wohin? Wohin? Tot. Shit. Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Wie kommen wir hier wieder ungesehen raus? Das war jetzt vielleicht doof. Ich will jetzt nicht da unten rausgehen. Ich brauche jetzt ein Pferd. Jetzt einfach nur durch die Mitte. Danke. Bike schafft das schon. Hat für eine Freundin, Alter. Lässt ihn einfach alleine. Jetzt auch noch Römer? Welche Invasionsarmee kommt denn als nächstes? Eine nach der anderen. Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren. Komm, wir haben es eilig. Die Folge geht auch schon hier zu Ende. Muss man meine dazu Mitbürger! Sagen. Schon ein paar Folgen her, dass wir hier in Alexandria waren. Ich gehe zum Serapeum. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Die Götter sind auf unserer Seite. Oh. Erstmal alle verschrecken und dann huch, kommt das Video. Ah, die Lage spitzt sich echt zu. Nicht geil. Ihr habt loyale Männer, Caesar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Cäsar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Mächtig, mächtig. Sieht's aus, auf jeden Fall. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Leg dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lass die Schlacht toben. Party! Ah, ja. Wenn du unseren Bruder findest, Ginestoi.
So, damit war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Danke und tschüss.